Juhu, Leute, Kalenderwoche 30 hat angefangen. In dieser Woche geht's für mich wieder nach Hause aus dem Urlaub. Ich besuche meine Oma und gehe auf den Flohmarkt, um etwas zu trödeln. Montag. Guten Morgen. Ich starte die Woche mit einem Paulaner Spezi. Eigentlich mag ich Spezi nicht so, außer vom Paulaner. Da schmeckt das ganz lecker. Und es ist Unwetter. Wir haben es sehr, sehr früh. Und ich werde mich jetzt in die Ecke verkrümeln. Den ganzen Tag ist es nur am Regnen. Eben kam die Sonne voll fett raus und es wurde richtig warm. Und jetzt Regen und Unwetter. Mein Bruder war dann beim Bäcker und hat Zuckerkuchen und Käselaugenstangen geholt. Lecker Schmecker. Gekocht wurde auch, es gab Spaghetti mit Paprika-Rahmsoße. Sehr lecker alles, dazu ein Glas Drachenfruchtsaft. Und er hat Melone aufgeschnitten, die gab es dann auch zu einem schönen Disney-Film. Den wunderschönen Sonnenuntergang genießen, bevor es ins Bett geht, denn morgen geht's wieder nach Hause. Dienstag. Jetzt gibt's Frühstück, bevor es zum Bahnhof geht. Zwei Brötchen mit Käse, veganer Leona, Ei und Marmelade. Dazu gibt's noch etwas Melone und ein leckeres Getränk. Der Guave Drachenfrucht mit Eiswürfeln. Weiter geht die Zugfahrt mit ein paar Tic Tacs, Zitrusmix. Und ich gucke mir die saftigen Felder an aus dem Fenster. Für Pauli geht's natürlich auch wieder nach Hause. Da hockt er und freut sich. Auch er genoss die Landschaft und schaute stetig aus dem Fenster. Zum Mittag gab es dann während der Fahrt zwei Stullen mit Käse und ein halbes Brötchen, was vom Frühstück übrig geblieben ist, mit veganer Paprika Leona und ein Corny Free Schoko. Ja, bald sind wir da, nach über 3 Wochen. Pauli hat schon richtig Sehnsucht nach zu Hause. Er kann es kaum abwarten. Jetzt gibt es zum Abendbrot 2 Eierwraps. Ich bin wieder zu Hause, nach fast 3 Wochen. Ich habe eine halbe Packung Like Chicken, weil das letztens bei dem Döner bei meiner Mutter zu Hause so lecker war. Und habe ich im Angebot gesehen, habe ich gesagt, komm, das nimmst du mit und machst dir schön Wraps. Da drin ist noch Salat, Frischkäse und Barbecue-Soße. Und dazu habe ich mir, weil ich mich bei meinem Bruder auch so dran gewöhnt hatte, einen Cocktail gemacht mit blauem Sirup, Orangensaft, Eiswürfeln und Bitu. Mittwoch. Zum Frühstück gibt es 2 Brötchen und eine Banane, jeweils mit Letter und Honig und veganer Salami von Green Legend, die übrigens auch sehr, sehr lecker ist. Jetzt gibt's ein Corny Free Schoko. Und ich gucke weiter. Secret Invasion. Jetzt, wo ich endlich wieder zu Hause bin. Und es gibt leckere Wraps wie gestern. Nur ein ohne Ei und ein mit Ei. Mit dem restlichen leckeren veganen Chicken. Köstlich. Donnerstag. So, jetzt gibt es ein verspätetes Frühstück. Wieder 2 Brötchen mit Frischkäse, Honig und der veganen Geflügelsalami. Eine Banane dazu. Und ich habe auch einen leckeren Frühstückssaft. Und zwar den hier von NRBO. Lecker. Abendbrot. Und ich habe mir die letzten 2 Wraps gemacht. Einmal wieder Eierwrap mit dem restlichen Salat. Und ich habe die restliche Salami damit reingegeben. Und von dem 2. Wrap habe ich so eine Art Pizza gemacht. Aber mal mit veganen Reibegenuss. Veganer Schmelzkäse. Mal gucken, wie der ist. Ja, werde ich mal ausprobieren. Übrigens, diese Woche war der auch im Angebot für 84 Cent. Ich habe den vor ein paar Wochen schon mal gekauft. Deswegen hatte ich den noch. Und ja, diese Woche war der regulär für 84 Cent im Angebot, habe ich gesehen gehabt, aber habe nicht mitgenommen, weil ich davon noch 3 Packungen mit der inklusive habe. So, mal gucken, wie der schmeckt. Und ja, das werde ich mir jetzt genießen. Freitag. Guten Morgen. Zum Frühstück wird es eine Banane geben. Lecker. Und etwas Frühstückssaft.
So, ich bin bei Ömele, Ömele. Und es gibt Kartoffeln mit Eierragout in einer Gemüsesoße und Möhrensalat. Was sagst du dazu, Oma? Lecker, gesund, der Möhrensalat. Schmeckt nicht schlecht. Ja, das wird sich zeigen noch. Das hat sich dann auch gezeigt. Und zwar habe ich eine halbe Stunde später unglaubliche Bauchschmerzen bekommen und mir war richtig übel. Was dann passiert ist, könnt ihr euch denken. So, jetzt essen wir einen Mini-Gugelhupf-Zitrone und trinken eine Milch. Eine Vanillemilch. Schmeckt gut, Oma? Schmeckt gut. Ich bin nicht steif. Lecker Sprudelwasser, ja. Nee, das hört sich nur so an, als würde es regnen. Ja. Das sind aber die Bäume. Ich würde gerne mit dir an der Ostsee fahren. Ja, das würde ich auch machen. Naja, theoretisch können wir das ja sogar. Unten bei dem einen kleinen Binnengewässer innerhalb von Wismar, da hast du Strandkörbe und alles Mögliche. Die sind extra für Senioren. Darf auch kein anderer benutzen. Und da kannst du theoretisch schön am Meer sitzen. Hier lässt sich richtig, richtig gut fahren. Jo. Jetzt gibt's einen leckeren Eiskaffee mit einer Vanille-Eiskugel. Und Ömele hat ein schönes Eis mit Mandeln. Das schmeckt gut, sagt sie. So, jetzt gibt's noch mal leckere Pommeli und dazu ein schönes Flipster Naturradler. Und Ömeli hat ihr zweites Eis. So, ich bin jetzt endlich angekommen. Nach 3 Stunden Fahrt zurück. Und jetzt war ich noch ein bisschen netto einkaufen und jetzt warte ich noch im Bus, um endlich nach Hause zu kommen. Ich bin so fertig, ey. Hamster oder Sonnenwind. Guten Morgen. Bei mir gab es zum Wachwerden erstmal einen Milchdrink. Ich bin immer noch fix und fertig, aber heute soll es zum Flohmarkt am Marktplatz gehen. So, ich bin wieder zu Hause. Puh, es ist echt spät schon, glaube ich schon 18 Uhr oder so. Ich werde jetzt erstmal gleich was zu essen machen. Aber auf dem Flohmarkt hatten sie auch eine riesengroße Diddlemaus. So eine will ich auch unbedingt haben, wollte ich schon seit der Kindheit haben. Und ich hatte eine Freundin, die hatte die auf dem Bett sitzen. Die wollte 55 € und die hatte leider auch schon Flecken so an den Augen und so. Da habe ich gesagt, nee, bestelle ich mal einen im Internet irgendwann. Ja, aber ich habe zwei andere schöne Sachen bekommen. Die Diddlemaus, die zeige ich euch mal gleich, die habe ich gefilmt. Und dann zeige ich euch noch, was ich Schönes mir gekauft habe. Ich habe 2 Dinge bekommen. Jeweils für 2 und 1 für 5 €. Und dann, was ich mir leckeres zu essen mache. Zum einen habe ich diesen wunderschönen Kerzenhalter aus Bronze bekommen. Den hatte ich schon mal als Kind und ich wollte ihn unbedingt wieder haben. Und als ich ihn entdeckt habe, habe ich mich sehr gefreut. Die Frau wollte nur 2 € dafür. Und diese wunderschöne neue Handtasche habe ich dort auch bekommen von einem jungen Herrn für 5 €. Die ist so bildhübsch. Es gibt Abendbrot zu später Stunde. Endlich bin ich dazu gekommen. Ich habe mir einen Nudelauflauf gemacht mit Nudeln, eingelegter Paprika und mit diesen kleinen Salami-Minis von der Rügenwalder Mühle, die halbe Packung und dem restlichen veganen Reibegenuss aus dem Lidl. Ein kleines bisschen für morgen ist noch drin. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Sonntag. Guten Morgen. Bei mir wird es heute erstmal eine Banane geben nach dem Aufstehen. Ich habe sehr lange geschlafen. Ich überlege, ob ich mir heute Abend nochmal diesen leckeren Nudelauflauf von gestern mache. Der war so köstlich. Und ein bisschen Streukäse habe ich ja noch. Der war so lecker, kann ich euch sagen. Uiuiui. Als erste Mahlzeit heute mache ich mir Rosmarinkartoffeln und vegane Nuggets. Das sind diese hier von Be Happy.
Fertig! Jetzt gibt's lecker Futter. Guten Appetit! Ich habe mir jetzt noch dazu den 3-Zwiebelquark vom Mehlrahmen geholt. Den esse ich sehr, sehr gern und werde den Rest da einditschen. Lecker! Auflauf! Der zweite. Lecker, lecker! Den gibt's jetzt. Genau das gleiche wie gestern. Wisst ihr, was ich richtig hasse an Auflaufformen? Dass die immer so schnell unfassbar dreckig werden. Und wenn man sie nicht einweichen würde, würde man sie nicht mehr sauber kriegen. Die schauen immer aus, ey. Nee. Und die Woche ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat mein Food Diary gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Vielleicht mögt ihr ja Trödelmärkte auch so sehr wie ich. Vielleicht hat euch das ja auch gefallen, was ich da ergattert habe. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Lebtag und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!